Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir probieren jetzt hier das... nee, brauchen wir gar nicht. Das läuft so. Brauchen wir gar nicht. Guck mal, das läuft so. Ja, brauchen wir gar nichts machen. Das läuft an. Es dauert halt einfach nur. Ja, das ist auch gut. Also es hätte mich auch gewundert. Das lassen wir jetzt stehen. Das reißen wir mal weg. Den brauchen wir hier nicht. Das Geld können wir uns sparen. Und wir haben schon ganz schön Verlust gemacht. Also, ja, wir müssen aufpassen. Also so unendlich viel haben wir nicht. Ich hätte das lassen können, ich Nase. Denn hätten wir von hier vorne auch dahin fahren können. Das machen wir jetzt auch. Und zwar setzen wir dich doch nochmal. Wir können dich ja hier hinsetzen. Einfach mal was können. Keine Ahnung. Und vielleicht sollten wir die Straßen mal upgraden. Was bist du? Du bist das, ne? Kollision. Willst du mich verarschen? Das ist jetzt... naja. Kollision. Weißt du was mit deiner Kollision? Komm mal her. So, dass es halbwegs natürlich aussieht. Du kommst dahin und wir brauchen hier noch einen von denen. Und den müssen wir auch ein bisschen drehen. Neue Route, na, das läuft ja. Und dann von hier nach da. Schwerin. Rohöl. LKW. Zu Wasser. Und das müsste 2 sein natürlich. LKW Wasser 2, ganz klar. So, dann müssten wir hier ein paar LKWs kaufen. Ich weiß noch nicht wie viel. Wir brauchen auf jeden Fall Cargo. Und wir nehmen natürlich hier... guck mal. Wir holen mal einfach, ich weiß es nicht, 20. Jetzt gucken wir mal. Schwerin. Die brauchen wir. Sehr gut. Und bevor wir hier... ne, ihr wisst es ja. Das macht echt Sinn. Ich kann es euch nur empfehlen. Und wir können mal mit den LKW mitfahren. Hallo. Ah, die neuen Straßen, Briefkästen, wo kein Mensch Briefkästen braucht. Ja, auch hier 2 nebeneinander. Es wohnen hier auch ganz viele Leute. Ja, aber cool mit den Straßen. Das finde ich cool. Guckt euch mal die Laternen an und so. Wir sind langsam in einem modernen Zeitalter. Pardon. Ja, und der dürfte hier... der hat noch nichts. Hier ist noch gar nichts. Oh, die ist aber auch ein bisschen rückständig, die Fabrik hier. Warum ist das so? Ihr habt schon mitgekriegt, dass hier, dass es losgeht. Hallo? Hallo? Fangt mal an zu arbeiten. Hallo? Hallo? Wolfsburg. Okay, die haben noch nicht ein Ding. Aber cool, wie die sich auch anhören, oder? Finde ich übrigens auch cool, dass der auf ist. Hier finde ich cool. Ich bin mir nicht sicher, ob er das Foto macht. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe jetzt nicht geguckt.
Sieht nicht so aus, oder? Jetzt haben wir eins. Der ist zu und der ist auf. Also das ist schon auch sehr cool. Ich bin mir nicht mehr sicher wegen den Bildern. Der hat immer noch 0. Komm, wir wollten einmal nur die Tour fahren, dann soll er fahren dürfen. Das ist ja nicht schlimm. Die anderen warten dann schon. Einfach mal, damit wir mal sehen, hier mit dieser Hügellandschaft und so, bringt ja nichts, wenn wir da 5 Minuten im Stau stehen. Ja, sehr cool. Oh, sieht schon schön aus, auch mit dieser Hügellandschaft. Das gefällt mir einfach. Es geht ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Ach, das ist schon irgendwie schön. Also so liebe ich das, ne? So muss das sein. Und der hat jetzt zwar noch kein richtiges Rohöl, hier geht es richtig bergauf, richtig cool. Aber vernünftig bergauf, nicht unendlich steil. Der hat jetzt zwar kein Rohöl dabei, aber das ist ja egal. Interessant wird's. Und guck mal da, die Schiffe, der Hafen. Und ach, das ist so idyllisch. Hier will ich arbeiten. Und zwar den ganzen Tag einfach nur hier rumfahren, ohne irgendeinen Finger krumm zu machen. Unterwegs nach Hamburg. Wieso Hamburg? Ist das schon Hamburg? Hangzulu irgendwas? Das ist Hamburg. Ist das hier auch? Nee, das ist nicht. Das ist Hamburg. Oh, dieses Autosave, das macht mich wahnsinnig. Da muss ich die Linie nochmal bearbeiten. Ist das auch die 1. Wo ist denn hier noch eine Ölquelle? Da ist noch eine. Alter, wie cool. So kann man machen, ja. Komm, wir können mal ablegen. Wir fahren mal mit dem Schiff mit. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Da liegen ja genug Schiffe an. Irgendwann wird es mit den 5 Schiffen reichen. Die müssen sich halt verteilen. Und die andere Ölquelle liefert ja auch gleich. Also da wird es gleich rund gehen. Boah, das sieht so schön aus. Mal gucken. Also etwas, fast ein halbes Schiff. Also den Betrag mal 2 plus ein bisschen irgendwas. Mal gucken, was wir kriegen. Oh, hier fahren wir schön auf den Stein, schlitzen uns auf. Kann man machen. Also das kann man machen mit so einem Öltanker. Das ist völlig okay, dass man da mal über diesen Stein säbelt. Boah, das ist so cool. Die Grafik, das Wasser, es ist, das liebe ich schon so bei Anno und so. Und das Spiel, boah, das ist so cool jetzt. Also der Vorteil war schon super, aber das ist hier der Hammer. Wirklich der Hammer. Ich liebe dieses Spiel. Hätte ich mehr Zeit, würde ich privat auch noch einen Spielstand haben. Hatte ich am Anfang, aber ich schaffe es zeitlich nicht, da weiterzukommen. Aber das ist schon pretty nice. Kann ich nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Kauft euch das Spiel. Das mache ich selten, dass ich echt so eine Empfehlung, so eine aggressive Empfehlung, eine Kaufaufforderung mache. Ist auch kein Sponsoring oder irgendwie sowas. Ich bin viel, naja, zu klein halt, glaube ich, dass das irgendjemand interessiert. Ich weiß nicht, wie groß man da sein muss. Hier und da gibt es schon mal so kleinere Anfragen, dass ich ein Spiel mal teste und das auch präsentieren kann. Aber es war bis jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, das würde ich machen. Ich habe noch ein Angebot von anderen Kanälen übrigens, also von einem, einem anderen Kanal, ob ich für die auch Content produziere.
Allerdings, ja, wären das Exklusivvideos wollen, die haben, die nur auf den ihren Kanal sind und ja, also da bin ich nicht so begeistert, weil die sammeln wohl so von verschiedenen YouTubern, so habe ich es verstanden, ja, sammeln die halt, oder wollen die halt Videos haben, die die dann darstellen und ja, ich bin da noch nicht so überzeugt von, weil ich will nicht, dass irgendein Video diesen Kanal vorenthalten wird. Generell, ja, werde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Normalerweise würde ich über sowas jetzt auch nicht reden und es gab ja auch schon diverse Anfragen für irgendwelche, wie gesagt, kleineren Sachen. Aber, oder wie gesagt, kleinere Spiele, die ich mal präsentieren darf von ja, ein, zwei Mann-Projekten. Aber wie gesagt, die Spiele waren einfach leider nicht meins. Ich würde es sonst gerne machen, aber es waren leider halt wirklich, ja, nicht die Spiele, die ich spielen würde. Und dann, ja, nur deswegen würde ich das nicht machen. Voll cool, habt ihr das gesehen mit den aufgewirbelten Links. Ich bin gespannt, was gibt's an Kohle? Naja, 100 müssen es schon sein. 250. Und wenn wir jetzt überlegen, das mit 5 Schiffen, 500.000, über 500.000 oder knapp 500.000, ja, es müssen hinten nur die Ölpumpen in Fahrt kommen. Ich weiß nicht, ob das Ding nicht zu kurz ist hier für die Ölmenge, für die Schiffmenge. Ich meine, die Fahrt zum... von Hafen zu Hafen. Wahrscheinlich schafft man es mit 3 Schiffen. Es sah weiter aus. Ja, und wir bevölkern immer mehr. Und da hinten die Stadt, guckt mal. Das ist schon eine richtige Stadt. Da gehen wir gleich mal hin. Ey, wir werden hier überholt. Was ist hier los, Alter? Hallo, Unfallgefahr. Alter, willst du mich verarschen? Ich nehme dir ein Rettungsboot gleich weg. Alter, rußt der mich zu? Willst du mich verarschen? Hat der noch nie was von Katalysator gehört? Hallo? Oh, das ist ja unglaublich. Und wir dampfen hier überhaupt nicht. Also der soll sich ein Beispiel an unseren Öltanker nehmen. Unglaublich. Ich finde auch cool, dass die verschiedene Routen fahren. Dass sie nicht eine sture Linie irgendwo lang fahren, sondern dass man einfach... Ja, das Schiff fährt versetzt und das fährt hier. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool und realistisch und macht einfach dadurch noch extra Spaß, finde ich. Ja, ich glaube 5 Schiffe haben wir genommen oder haben wir 4 genommen. Also wenn es 5 sind, ist zu viel, definitiv. Ja, so ein Ölkahn ist natürlich nicht so schnell, ganz klar. Und da sieht man das weite Meer. Ach, ist das cool. Und da ist der Stein, wo wir uns aufgeschlitzt haben. Wir können hinten noch die andere Ölquelle auch noch anschließen. Das würde vielleicht sogar Sinn machen. Das sollten wir auch noch machen. Ich meine, wenn wir hier eh schon sind, dann sollten wir das machen. Aber ich glaube, das... Oh, das Schiff liegt ab. Es ist voll. Aber das machen wir dann in einer anderen Folge. Das machen wir nicht jetzt. Und dann sehen wir mal, was ein volles Schiff bringt. Wie cool ist das denn bitte? Es ist voll. Es ist wirklich voll. Geht da ganz rum, sehr schön. Also ich finde das schon echt cool, auch mit dieser Meeresenge hier. Finde ich mega cool. Und ich glaube, wir werden diese Ölquelle jetzt hier auch anschließen. Komm mal her. Ich überlege, wie wir es am schlausten machen. Wir können es ja mal anpinnen hier. Die Straßen sind auch richtig teuer. Aber sie sind halt auch richtig wert, ne? Muss man ja sagen. Kann man so machen, das ist okay. Und dann können wir nämlich hier auch anbauen. Das ist okay.
So, einmal drehen, liebes Spiel. Ja, und das ist Hamburg. Ham, ne? Ich glaube Ham. Schwr. Ich weiß es nicht. Dann Rohöl, LKW, Wasser. Ich habe keine Ahnung. Wir machen es einfach so. Eigentlich ist es auch egal. Ja, es ist egal, komm. Dann kaufen wir hier nochmal eine Menge Fahrzeuge. Sagen wir mal, wie viel brauchen wir denn davon? Ich sag mal 50. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das Schiff legt an. Ich bin mal sehr gespannt. Was gibt es? Ja, über 500.000. Das ist okay. Guckt euch mal an, was für ein Gewinn. Boah, ein bisschen Stau hier. Aber die Straßen wollen genutzt werden, waren ja auch teuer. Boah, die sind aber auch teuer, die Fahrzeuge. Also sollten wir auch eins machen. Das gibt's doch nicht, dass ich die immer nicht treffe. Also definitiv das hier. Oh, dieses Autosave. Aber wisst ihr was, wir nutzen das als Übergang. In der nächsten Folge geht's weiter.